Moin moin, meine Freunde, Susako am Start. Heute mit einem kleinen Video zu World of Warcraft Classic. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe die alten Intro-Sequenzen der verschiedenen Characters, wenn man sich einen erstellt, rausgesucht und habe die hier für euch angeordnet. In diesem Video seht ihr die der Allianz. Es folgt die Tage auch nochmal eins mit den Intros der Horde. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Susako aka Leo. Die edlen Menschen von Sturmwind sind ein stolzes, zähes Volk. Zwar dezimierte die dämonische Invasion der brennenden Legion das Schwesternkönigreich Lordaeron, doch die Verteidiger Sturmwinds haben ein Auge auf alle, die ihrem Land schaden könnten. Die Stadt Sturmwind, im Vorgebirge des Elbenwaldes gelegen, ist eine der letzten Bastionen der Menschen auf der Welt. Unter der Herrschaft des Kindkönigs Anduin Vren ist das Volk von Sturmwind der großen Allianz treu ergeben. Mit Unterstützung ihrer Verbündeten wurden die Armeen von Sturmwind abberufen, um auf fernen Schlachtfeldern gegen die wilde Horde zu kämpfen. In Abwesenheit der Armee obliegt die Verteidigung Sturmwinds ihren stolzen Bewohnern. Ihr müsst das Königreich gegen die elenden Bastarde verteidigen, die es bedrängen, und die subversiven Verräter jagen, die es von innen zerstören wollen. Die Zeit für Helden ist gekommen. Das größte Kapitel der Menschheitsgeschichte kann beginnen. Die stoischen Zwerge von Eisenschmiede bauten zahllose Generationen lang die Schätze tief im Inneren der Erde ab. Sie verschanzten sich in ihrer uneinnehmbaren Bergfestung Eisenschmiede und wanderten selten weiter als zu den verschneiten Gipfeln von Dun Morroch. Jüngst aber legten die Zwerge Ruinen frei, die Geheimnisse ihrer uralten Herkunft waren. Vom Wunsch besessen, die Wahrheit über den sagenhaften Ursprung seines Volkes zu erfahren, befahl der große König Magni Bronzebart den Wechsel vom Bergbau hin zur Archäologie. Als Mitglied der großen Allianz wurden die mächtigen Zwergarmeen abberufen, um in fernen Landen gegen die unbarmherzige Horde zu kämpfen. In diesen gefahrvollen Zeiten obliegt tapferen Zwergen wie euch die Verteidigung des Bergkönigreichs. Die Geister der alten Könige wachen über euch und die Berge selbst sind eure Kraft. Die Zukunft eures Volkes liegt in euren Händen. 10.000 Jahre lang pflegten die unsterblichen Nachtelfen eine druidische Kultur in den schattigen Nischen des Eschentals. Doch jüngst zerstörte die katastrophale Invasion der brennenden Legion die Ruhe ihrer uralten Zivilisation. Unter Führung des Erzdruiden Malfurion Sturmgrimm und der Priesterin Tyrande Whisperwind stellten sich die mächtigen Nachtelfen dem Ansturm der Dämonen. Für ihren Sieg mussten die Nachtelfen jedoch ein schreckliches Opfer erbringen. Sie mussten zusehen, wie ihr geliebter Wald und ihre Unsterblichkeit selbst von den Flammen der brennenden Legion verzehrt wurden. Um ihre Unsterblichkeit zurückzuerlangen, beschlossen einige abtrünnige Druiden, einen ganz besonderen Baum zu pflanzen, der ihre Geister mit der ewigen Welt verbinden sollte. Malfurions Warnungen zum Trotz, dass die Natur diesen Egoismus niemals segnen würde, pflanzten die Druiden den großen Baum Teldrassil an der stürmischen Küste des nördlichen Kalimdor. In dem von Zwielicht umspielten Geäst des riesigen Baumes entstand die wundersame Stadt Darnassos. Doch der große Baum war nicht vom Segen der Natur berührt und wurde bald Opfer der Verderbnis der brennenden Legion. Jetzt sind die wilden Tiere und selbst die Äste des großen Baumes durch wachsende Dunkelheit besudelt. Als einer der wenigen noch lebenden Nachtelfen müsst ihr Darnassos und die wilden Kinder der Natur gegen die schleichende Verderbnis der Legion verteidigen. Die exzentrischen, oftmals brillanten Gnome gelten als eines der sonderbarsten Völker der Welt. Die Gnome sind so versessen darauf, radikal neue Technologien zu entwickeln und exklusive Wunderwerke der Ingenieurskunst zu erfinden, dass ihr Überleben an ein Wunder grenzt.
Im Laufe der Jahre haben die Gnome geniale Waffen für die erbitterten Schlachten der Großen Allianz gegen die Horde beigesteuert. Die Gnome lebten und gediehen in ihrer wundersamen Technostadt Gnomeregan und teilten die Rohstoffe der bewaldeten Gipfel von Dun Morroch mit ihren Zwergenvettern. Doch jüngst erhob sich eine barbarische Bedrohung aus dem Erdinneren und erstürmte Gnomeregan. Mit Unterstützung ihrer Zwergenverbündeten kämpften die Gnome tapfer um ihre geliebte Stadt. Dennoch konnten sie Gnomeregan nicht retten. Die überlebenden Gnome flohen in die sichere Zwergenfestung Eisenschmiede. Dort halten sie sich auf und ersinnen Strategien, wie ihre Stadt zurückzuerobern sei. Als Gnom edler Herkunft ist es an euch, die Herausforderung anzunehmen und euer ungewöhnliches Volk in eine bessere Zukunft zu führen.